voll ausgesucht. Mal wieder. Ganz schön warm hier. Ne? Ja, darf ich die da drüber legen? Das wäre echt toll. Ja, sie dürfen mir gerne helfen. Oh, das finde ich toll. Oh, schon gleich viel besser. Sie dürfen mich aber ruhig duzen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Super, toll. Ja, was brauche ich? Ich habe natürlich mal wieder meinen Einkaufszettel vergessen. Wie so oft. Ich kann mich erinnern, dass ich Nagellack brauche. Einen Nagellack, den ich auch zu Weihnachten tragen kann. Ach, ihr seid da gerade ganz neu am Einräumen. Darf ich mal sehen? Oh, das ist ja noch gar nicht ausgepackt. Ja, so grün, rot, gold, finde ich super. Ja, guck ruhig mal. Kann ich mal bitte eine Schere haben? Ein schöner Grünton. So. Leg ich das mal hin. So ein schöner, schimmernder Grünton. Das passt doch perfekt. Ja, so die Richtung habe ich mir schon vorgestellt. Wie teuer ist der? Auch knapp über 1 Euro. Das ist sehr erschwinglich. Super günstig. Ich hatte mir ein bisschen dunkler grün vorgestellt, aber schaue ich mal, wie der Rotton ist. Vielleicht passt es ja. Stelle ich mir mal an die Seite, ja? Klebefolie, ne? Oh ja, oh, das würde gut passen. Ich halte das mal eben zusammen. Sehr schön. Ja, so ein gedecktes Rot, ne? Schon so Richtung Weinrot. Auch schön schimmernd. Genau, finde ich ganz toll. Ja, da. Das ist ein guter Tipp von dir. Die würde ich schon nehmen. Ja. Und hast du auch einen goldenen Lack da? Am besten auch schimmernd. Ja. Oh ja. Ist jetzt wohl von einer anderen Marke. Finde ich aber nicht schlimm. Nee. Ja. Von Catrice. Ja. Und da habe ich auch schon mal den einen oder anderen Lack von. Mag ich auch ganz gern.
würde ich die drei schon nehmen. Ich stelle das mal zu den anderen. Ne? Ja, ich bräuchte noch was. Und zwar eine Freundin von mir, die hatte so ein Handmus. Das kannte ich noch gar nicht. Boah, das fühlte sich total schön an. Habt ihr da noch was da? Ja, gerne. Hey, prima. Oh, das ist mal eine süße kleine Flasche. Darf ich das eigentlich mal ausprobieren? Ist das so ein Tester? Ach, toll. Ja, bevor ich mir da so eine ganze Flasche kaufe, ne? Das ist dann nachher nichts für mich. Ich kräftig schütteln. Also wieder auf ihren Tischchen hier, ne? Auf deinen Tisch. Entschuldigung. Muss man sich auch dran gewöhnen. Riecht wirklich richtig toll beerig, wie es draufsteht. Da habt ihr gute Erfahrungen mitgemacht. Lass sie auf jeden Fall gut verteilen. Hast du toll ausgesucht. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel genommen. Hättest du vielleicht einen Lappen, ein Tuch oder irgendwie sowas für mich? Sonst stehe ich hier morgen noch. Ja. Wo? Hier? Ah ja. Oh, das ist ja toll. Naja, wenn euch mal Malheur passiert, da braucht ihr öfter mal ein Handtuch. Ja klar, ruckzuck ist einmal was aus der Hand gefallen, aus der Hand. Echt? Gestern eine ganze Flasche Bodylotion. Oh wei, das war bestimmt eine Sauerei, ne? Habt ihr eh schon keine Zeit? Prima, vielen Dank. Leg ich einfach wieder hier hin, ne? So, dann bräuchte ich für mein Handtäschchen eine kleine Tube Handcreme. Ja, okay, warte ich kurz. Danke. Genau, sowas in der Größe habe ich mir schon vorgestellt. Alverde passt, Naturkosmetik. Nicht ausprobieren. Ah ja, Intensiv-Handcreme, Bio-Granatapfel und Bio-Karité-Butter. Spricht man das so aus? Weißt du auch nicht genau? Genau, für sehr trockene Haut. Das passt. Hast du super rausgesucht. Jetzt so im Winter, ne? Nehme ich auch. Wo wir gerade bei den Händen sind, habt ihr eigentlich einen Nagellackentferner, der nicht riecht? Boah, die riechen immer so penetrant, ne? Furchtbar. Ja? Okay, zeigst du mir mal bitte. Das ist jetzt aber kein Nagellackentferner, ne? Hast du mir ein Handpeeling mitgebracht? Okay, ich warte. Guck mir das mal an. Das ist interessant. Hab ich auch
auch noch nie gesehen. Von der gleichen Firma? Ja klar. Nur eigentlich wurscht. Darf ich das Handpeeling auch mal ausprobieren? Toll, danke. Mache ich sofort. Ich muss mal eben diese zwei Phasen hier miteinander verbinden. Ah, mit Meersalz, okay. Dann werde ich das doch mal testen. Jetzt weiß ich ja, dass ich ein Handtuch habe. Oh ja, findet eine gute Reibung statt. Sehr angenehm, ja. Da habt ihr auch nur das von der Firma, ne? Oh, das wollte ich zwar nicht, aber das würde ich dann schon mitnehmen. Den Nagellackentferner nehme ich dann auch mit. Lässt mich mal ganz kurz dran riechen. Ja. Riecht tatsächlich nicht. Ja gut. Ich spüle das mal eben ab, ne? Ich habe gesehen, du hast hier einen Eimer Wasser stehen. Fühlt sich toll an. Finde ich wirklich ganz toll, dass ich bei dir hier alle Produkte weitestgehend testen kann. Das ist echt sehr hilfreich. Genau, man kann doch fragen, ne? Nicht einfach überall alles aufmachen. Nee, das macht man auch nicht. Müsst das ja noch verkaufen, ne? So. Mal eben überlegen, was ich noch brauche. Genau, Abschminktücher. Die ganz normalen. Für sensible Haut bitte, ja? Danke. Ja, die hatte ich auch schon mal. Pflegende Reinigungstücher 3 in 1. Reinigen besonders mild und verleihen ein zartes Hautgefühl. Super. Entfernen wasserfestes Make-up. Das ist auch klasse. Für Gesicht, Augen und Lippen. Toll. Trockene und sensible Haut. Mit wertvollem Mandelöl. Hygienesiegel ist auch drauf. Ganz wichtig, hast du toll ausgesucht. Mal wieder ohne Alkohol und ist parfümfrei. Klasse, das muss auch sein bei mir. Das hilft mir echt, dass du mich jetzt hier bedienst. Dann bin ich ein bisschen schneller durch. Gut. Geht das mal hier zu den anderen Sachen, ne? So, das dahin. Genau, ich sehe, du bist hier
den Nagelkram hier am Einräumen und da sehe ich die Bufferpfeile. Darf ich die mal genau sehen? Ich meine, die hätte ich schon mal. Oder die hatte ich schon mal. Ah ja, okay. Das ist die mit den vier Seiten. Und die eine Seite kürzt, die zweite Formen ausbessern. Die dritte Seite, steht das hier irgendwo? Die dritte Seite glättet gröbere Unebenheiten. Und die vierte, er macht den Nagel ultra glänzend. Die reicht absolut für mich. Die nehme ich auch. Und leg's gleich dazu. Ja, kleinen Moment. Du könntest schon mal nachschauen. Ich bräuchte Kosmetiktücher. Ja, am besten in einer schönen Box. Ja, Palmblätter wären okay. Ja, oh ja. Schön. Absolut. Da hat man ja bei euch immer unterschiedliche Designs, ne? Darf ich da mal eins von testen? Ausnahmsweise. Das ist aber nett von dir. Ja, das unterscheidet euch von anderen Drogeriemärkten. So wie ich es kenne. Ganz soft. Und so fein. Die schmeichelnde Haut. Genau die. Ich würde auch die angebrochene nehmen. Gar kein Problem, Sister. So geht's doch auch, ne? 95 Cent sind die, glaube ich, immer, ne? Super. Okay. Dann kannst du, danke. Ich bräuchte noch einen Weihnachtstee irgendwie. Was habt ihr denn da? Ja, darf ich mir wegnehmen? Tee Adventskalender. Bio. 24 feine Teesorten im Aufgussbeutel. Ach, ist auch eine schöne Packung, ne? Darf ich da mal die Folie von abmachen? Ja.
ein ganz toller Duft raus. So. Wirklich sehr hübsch. Und duftet. Wie soll. Nach Weihnachten. Bergkräutertee, Pfefferminztee ist drin, Kurkuma-Tee, Ingwer- und Orangenschale, Guten-Morgen-Tee, milder Früchtetee, dann haben wir noch Apfel-Zimt-Tee, Waldfrucht-Tee, Salbei-Tee und grüner Tee. Sencha, Bio-Grüntee ist das, Chai-Tee, Schoko, Lavendel- und Verbene-Tee. Dann haben wir noch schwarzer Tee, Chai-Tee-Klassik, Kamillentee, Apfel, Minze und Zitronengras-Tee. Jemine, grüner Tee, Ingwer- und Zitronenmyrte. Kräutertee, Fenchel und Tulsi, Kräutertee, Frucht- und Zitronengrastee, grüner Tee, Jasmin, weihnachtlicher Chai-Tee, Fenchel, Anis, Kümmeltee, guten Abend-Tee, weißer Weihnachtspunsch-Tee, oh, das schmeckt bestimmt auch toll. Oh, da freue ich mich. Schön mit der Freundin oder mit der Familie. Gemütlich. Ein Tässchen Tee trinken. Der ist gepunkt. So, stelle ich mal dazu. Dann brauche ich noch Bio-Kakaopulver. Habt ihr da? Ne? Habe ich schon öfters mal geholt. Mhm, danke. Genau, das ist er. Aus biologischer Landwirtschaft. Kakao schwach entölt. Für Getränke, Kuchen und Desserts. Genau dafür brauche ich das. Kakao, der DM Bio Kakao, besteht aus feinsten Kakaobohnen, welche nach strengen Qualitätskriterien sorgfältig ausgewählt werden. Das schwach entölte Kakaopulver zeichnet sich im Vergleich zu stark entöltem Kakaopulver durch einen höheren Kakaobutteranteil und durch einen intensiven Schokoladengeschmack aus. Es eignet sich hervorragend zum Backen. Von Kuchen, Muffins und Keksen. Das vollmundige, leichte, herbe Aroma. Wirklich super lecker. Kann ich nur empfehlen, falls du den noch nicht ausprobiert hast. Und die kräftige, dunkle Farbe garantieren ein perfektes Backergebnis. Ideal auch für die Zubereitung von köstlichen Getränken und Desserts. So gut schmeckt es mit DM Bio. Ist auch kein Zucker drin. Sehr gut. Und als letztes bräuchte ich noch Wattestäbchen. Genau, Bio am besten. Gut. Mhm. Dankeschön. Ja, die sind doch schon toll. 200 Bio-Wattestäbchen.
reinschauen? Nature, 100% Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, zertifiziert mit umweltfreundlichem Papierschaft aus zertifiziertem FSC-Papier. Gut. 200 Stäbchen, 100% Bio-Baumwollwatte, hygienisch und sanft. Ich würde die Packung dann auch nehmen. Müsste ich aber nicht. Oh, das ist nett. Aber klar, ich hatte sie schon mal, glaube ich. Riecht nicht. Genau. Für die Öhrchen. Ganz vorsichtig. Diese schönen farbigen Taschen. Nee, bitte kein Plastik mehr. Nee. Hab da gar nicht mehr, ne? Super. Welche Farbe? Also ich habe jetzt schon gelb. Hellrose habe ich. Orange habe ich schon. Ja, so ein Pink oder Rot. Also ein dunkles Pink. Ja, zeig mir mal. Dankeschön. Doch, die würde ich dann nehmen. Ja, dann kommen wir ruhig zur Kasse. Gut, dankeschön. Das packe ich selber ein, ja. Ich habe eine Payback-Karte dabei, die nehmt ihr ja auch, ne? Kleingeld habe ich auch. Ne? Na, wo ist die denn? Bitte? Gut. Wie viel macht das dann bitte? Oh, es läppert sich aber ganz schön, ne? Guck ich mal eben. Passend habe? Nee, war klar. Ja, wenn die größeren erstmal angebrochen sind, ne? Oh, das ist nett, dass du mir beim Einpacken hilfst. So. Genau, Kakao. Handmus. Handpeeling. Der Tee. Dankeschön. Softbox.
Stäbchen. Ich stell das mal eben hier ab. Dann kann ich meine Jacke in Ruhe anziehen, ja? Danke. Oh, draußen ist frisch. So, dann vielen Dank für die wirklich sehr, sehr liebe Beratung. Doch, du hast mir wirklich unheimlich geholfen und ich freue mich auf meinen nächsten Besuch bei dir hier im Drogeriemarkt, ja? Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und ja, falls wir uns nicht mehr sehen, schöne Feiertage, frohe Weihnachten. Bye, bis bald. Toll. Das war aber nett.